oder wir öffnen das Feuer auf ihre Reifen! Lea ruft an. Hallo Lea. Hey, sag mal... Aha. Einen gespottet, zwei, drei. Hallo Hernandez, komm mal mit, ich zeig dir was. Also drei habe ich gefunden. Eins, zwei. Warte. Drei. Eieiei. Wette, hier unter uns stehen auch noch welche. Das weiß ich nicht. Ich habe bisher nur drei gefunden. Aber ich sehe keinen Ammerhart. Voll ärgerlich. Die Luft scheint rein zu sein, ihr könnt rankommen. Hätte ich komplett witzig gefunden, ne? Das heißt, du und mich. Einen habe ich nicht gefunden. Auch. Ja, ja, ich auch. Eine war auf die Dachrubbel. Woher kommt die Info, dass Ammerhart dich entführen will? Ja, pass auf. Der hat von uns mehrere Warnungen diesbezüglich bekommen, dass er aufzuhören hat, Scheiße am Casino zu bauen. Der hat nur Blödsinn gemacht. In einer Tour. Sodass sie uns den mehrfach gepackt haben und haben gesagt, Alter, jetzt hier ist eine Grenze. Hat er nicht für voll genommen, hat wieder Scheiße gebaut, wieder und wieder und wieder und wieder. Ging so weit, dass er die Autos, die vor dem Casino standen, klauen wollte. Hey. Sodass wir uns den irgendwann eingepackt haben und gesagt haben, so, Alter, näherst du dich nochmal dem Casino, bringen wir dich um. Wir haben ihn dann beim letzten Mal nicht umgebracht, sondern haben den an Vasan ausgeliefert und haben gesagt, du pass auf, du wolltest ihn beim letzten Mal hinrichten. Du hast jetzt die Wahl, entweder der stirbt hier und jetzt, oder du kümmerst dich darum, dass der irgendwie auf den richtigen Weg gerät. Und Vasan hat gesagt, der kriegt das hin, beziehungsweise der versucht das. Und er kam dann jetzt gestern an und sagte, hey, hier, Batas, ich schaff den nicht unter Kontrolle zu kriegen. Der macht jeden Tag eine Geiselnahme, immer an den Satellitenschüsseln. Und der hat einen bei Ammerhart eingeschleust, welcher eben die Info rausgerückt hat, dass Ammerhart den Plan hat, mich hier am Haus abzufangen mit einem Bus. Sobald ich rauskomme, wollen die mich bedrohen und wollen mir eine Tüte über den Kopf stülpen, damit ich die also auch nicht erkenne und wollen 30.000 erpressen. Der war letztens schon mal da und wollte 30.000 geliehen haben, damit er ein Auto bei den Cops auslösen kann. Woraufhin die dann den Plan gemacht haben, dass dadurch, dass ich ja viel Geld habe, 30.000 zu wenig ist und sie 300.000 haben wollen. Du hast echt ein Herz für Behinderte, dass der noch lebt, oder? Ja. Der wird wissen, so ungefähr, zu welcher Zeit ich aus dem Haus komme. Deswegen stehen hier ein paar Leute verdeckt in der Gegend rum. Und wenn der tatsächlich hier aufschlägt und versucht, den Zugriff zu machen, machen wir den Zugriff auf ihn, wie er den Zugriff auf mich macht. Und das ist witzig. Das war's dann für ihn. Lass uns zum Casino. Okay. Glitzer, Glitzer. Ich guck nochmal. So. Hallo, Leute. Ich werd festgenommen, ich werd mitgenommen. Ja. Was ist das für ein Typ? Ich hab keine Ahnung. Das ist der Huren. Okay, aber der ist ja nicht alleine hier. Von wem ist er? Die anderen zwei sind schon drin. Ich bin mit Anton hergekommen. Was für ein Anton? Ja, Anton ist gerade reingegangen. Der hier gerade alle vollgespuckt hat. Mittlerweile heiße ich Huren Pablo, nicht mehr Huren, nur so. Wie? Ja, Huren Pablo, sie. Okay. Huren Pablo. Hoden Pablo. Ja, sie. Also ganz viel. Huren plus Pablo. Hoden plus Pablo. Hoden Pablo. Ja, oder Hoden Pablo. Die können Sie mir auch nennen. Dann viel Spaß im Casino, Hoden Pablo. Danke. Eine Truppe, ey. Der Hoden Pablo. Das darfst du auch keinem erzählen, ey. Das glaubt dir keine Sau, wenn du das irgendwo erzählst, was du hier für Leute triffst manchmal, ja. Aber gerade den mächtigen Don Ammerhart am Telefon. Aha. Der möchte mit ihnen reden. Wo ist der Vogel? Wo bist du, Ammerhart? Ich hab drin einen großen Geldkoffer für dich. Wir fahren gerade auf dem Highway mit dem Erdbeer. Vor dem Platz. Wo ist denn gerade sein Zuhause? Ammerhart Schnauze. Huran auch Schnauze. Beide Schnauze. Aha. Wo ist denn dem gerade sein Zuhause? Dann treffen wir uns bei dem Wo Zuhause. Wo ist dein Zuhause momentan, Ammerhart? Die Villa wieder, okay. Dann bei dem Kaffeehändler-Typ da. Ja, dann aufsagt und wir da fahren da alle hin. Ich sag dem Bewerber, wir kommen gleich auf den zurück. Irgendwie im Kreis fahren und dann sich gegenseitig wegrammen und dann, ja, irgendwie sowas. Snorkel. Ich muss hier raus. Warum sind wir jetzt hier?
Ja, ich weiß nicht, warum ihr mitgekommen seid. Wir haben doch gesagt, ihr könnt gehen. So. Da ist auch Loot. Ja, aber wir lassen dich doch nicht alleine. Was ist denn los bei dir? Ach so, ja, danke, danke. Ne? Ja, hallo. Schönen guten Tag, Herr Emmert. Wie können wir weiterhelfen? Ja, ich sollte mich ja nochmal was Neues einfach lassen. Entschuldigung oder so, ne? Ja. Ja, ich habe das jetzt mal ein bisschen runtergekürzt, weil sonst nehmen sie mich anscheinend eh nicht wahr. Also, ich zitiere. Ich entschuldige mich bei Herrn Butters, dass ich sie als Geisel genommen habe. Sowas wird nie wieder passieren. Du hast den Herrn Butters... Ja, der wollte... Darf ich mich jetzt bitte entschuldigen? Sehe natürlich. Okay. Ich entschuldige mich hiermit. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Ich wollte Ihnen das nicht antun. Sowas wird nie wieder passieren. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Ich brauche kein Geld und... ich hoffe, Sie sind glücklich und leben noch bis an ihr Ende Ihres Lebens. Große Hammerhart. Ne? Entschuldigung. Ja, nehmen Sie an. Sie müssen annehmen. Ich muss gar nichts. Ja, so funktioniert aber eine Entschuldigung. Verstehen Sie? Machen Sie das oder? Die Kindergärtnerin erzählt. Nee. Das hat die Bullen, die haben mir das so klar gemacht. Ne? Ja, Horn, nimm mal die Maske runter. Übrigens ein talentierter Golfball. Ja, Entschuldigung. Ja, ist halt echt so, muss er das hier mit Waffengewalt regeln, Alter, alle stehen ohne Waffen und du machst hier einen Dicken, ja. Ja, die haben doch alle Waffen draußen. Ah, du Kacke. Ja, ist okay, das hier, ja. Ich kenn die nicht. Ja, ist ja gut, ey. Schon ja, ach komm, geh doch weiter in die Mitte, mach doch jetzt keinen unnötigen Stress, Mann. Ich mach jetzt keine Auge hier, das ist alles hier. Ist halt... halt jetzt die Schnauze, so Problem oder jetzt, was? Ja. Ich will sowas ja nicht machen, aber es ist halt, ich bin halt so ein armer Lutscher und die, sie wissen aber genau, aber, ja. Wenn ich eine Entschuldigung nicht angenommen hätte, würdest du schon lange nicht mehr hier stehen. Ach so. Ja, okay, können wir ja zum zweiten Punkt kommen? Was ist der zweite Punkt? Also, den habe ich gut ausgearbeitet. Sagen Sie bitte nicht klar nein. So, ich habe ihn begründet, ich habe ihn durchdacht und ich habe mir Gedanken gemacht. Also, wir fangen an. Hallo, Herr Butters. Ich würde gerne einen Kredit mir borgen. Das Problem ist, ich bin Unterempfänger. Sie fragen sich jetzt bestimmt, was ist ein Unterempfänger? Ein Unterempfänger ist jemand, der sehr viel Gicht hat, sehr viel Rückenschmerzen, der nicht arbeiten kann. Was ich aber echt sehr gut finde, ist, dass der Hellblum uns echt um die ganzen Autos kümmert. Sie. Und ich sehe richtig gut. Ein Autoservice ist wirklich eine gute Sache. Guck mal, ich glaube, die hören dich ja nicht mehr zu. Vor allen, Dingen das ganze Allround-Paket darum rum. Sie. Das nimmt dir viel Stress von unsere Schulter. Ja, komplett. Was machen wir denn jetzt? Wir lassen die erstmal ausreden jetzt. Wir brauchen uns nie um irgendwelche Autos kümmern. Ja. Das ist halt Wahnsinn. Okay. Naja. Ich glaube, die wollten uns hochnehmen. Ich glaube, der ist fertig. Ah, okay. Darf ich anfangen? Ich habe gar nicht gemacht. Ich war... Na, keine Ahnung. Ich war nur Fahrer. Ich wollte ja gerade so ein bisschen hier noch Business-Score machen. Und jetzt erwartet ihr noch irgendwen? No, eigentlich nicht. Nein. Ich habe nur dem Pablo gesagt, der soll mich abholen. Dass die jetzt alle hier Kaffee sind, das ist mir unbekannt. Antwort, was redet der da? Du pisst dir nur wieder in die Hose, wenn du Kacke laberst. Das ist keine Scheiße, das sind Teilzeit-Scharfschützen, können Sie glauben. Okay, wenn du mir einen Scharfschützen zeigst, der jetzt hier gerade irgendwo in der Nähe ist, mit einem Scharfschützengewehr, gebe ich dir $200,000. Jetzt mal auf. Ja, bleiben Sie hier stehen, ich zeige Ihnen. Ja, wie soll... Was? Der mit dir, der zieht sich jetzt nur aus und sagt, er war der Scharfschütze. Und Amma hat Okay, Leute, Abfahrt. Mann, der soll uns nicht mehr sehen, wenn er wieder da ist. Ja, was weiß ich, warum ich hier... Mit oh, Mann. Luis. Wenn du was willst, komm zum Casino, Anton. Kann diesen Kleid mal einen auf die Fresse hauen? Kleid, beruhigt. Luis! Guten Tag. Guten Abend. So, entschuldigen Sie, die Verspätung hat ein bisschen gedauert. Dann folgen Sie uns einmal ins Büro. Ja, danke, Chris. Viel Glück, ne? Ja, danke. Auf was wird denn beworben? Auf eine Stelle. Hast du Halsweh, Luis? Nee. Warum? Der dachte wegen dem Schal. Der ist für den Flex. Ach so. Sieht stylisch aus. Das ist richtig. Das ist aber ein schickes Büro. So, dann schmeißen wir das Kind direkt in den Brunnen rein, bevor wir da irgendwie was dazwischen kommen. Wir haben zu Ihrer Bewerbung gelesen. Erzählen Sie uns trotzdem, fangen Sie vorne an. Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Was machen Sie bisher? Mit welchen Leuten verkehren Sie? Was ist Ihre berufliche Laufbahn? Name, Alter, Geburtsurkunde, Stammbaum? Einmal bitte alles und einmal von vorne.
Jawohl, also mein Name ist Chris Ramirez. Ich bin jetzt seit 2 Monaten etwa im Staat. Hab ganz klein mit Kürbissen begonnen, was mir dann recht schnell auf die Nerven ging. Bin dann über Holz auch recht schnell zum Gold gegangen. Das kam für mich am lukrativsten rüber und dementsprechend dort auch erstmal geblieben. Habe bis jetzt beruflich sonst noch nichts gemacht. Also ich bin tatsächlich beim Gold geblieben. Wollte mich halt erstmal so ein bisschen orientieren. Was reizt Sie an dem Beruf des Sicherheitsdienstes beim E-Casino? Es hat einfach für dieses Unternehmen hier zu arbeiten, steht auf jeden Fall im Vordergrund. Man knüpft halt, ich denke mal, auch recht viele Kontakte, dadurch, dass man dann draußen mit so vielen verschiedenen Personen zu tun hat. Erzählen Sie uns Ihre 3 besten, Ihre 3 schlechtesten Eigenschaften, bitte. Also ich denke, die beste Eigenschaft ist die Teamfähigkeit im Gesamten. Ich komme sehr gut und sehr schnell mit anderen Personen, mit Mitarbeitern und so weiter klar. Ich kann strukturiert vorgehen, also in meinem kompletten Ablauf ist Struktur drin und Pünktlichkeit, wie gesagt, höflich gegenüber der anderen, also der Bevölkerung an sich. Ja, ich denke, ich bin auch ziemlich stressresistent. Wann haben die Schlechten angefangen? An welchem Punkt? Sind jetzt bei 5? Die kamen noch gar nicht. Ja, schlechte Eigenschaft hatte ich ja in meinen Bewerbungen schon eine genannt, dass ich vorweg noch nicht wirklich viel Erfahrung im Sicherheitsbereich habe, red gern um den heißen Brei, aber das sind ja Sachen, die kann man auch verlernen sozusagen. Also man kann sich dorthin gehend bessern. Eine 3. Eigenschaft fällt mir jetzt so ad hoc tatsächlich nicht ein. Sie können sich ja vorstellen, wo viel gehobelt wird, fallen Späne. Wenn Sie bei dem Sicherheitsdienst des Casinos arbeiten, werden Sie bewaffnet sein. Angenommen, es muss getan werden, was getan werden muss. Einer bestiehlt das Casino und wir entscheiden uns dazu, denjenigen zu erschießen. Und wir sagen Ihnen, Sie müssen denjenigen erschießen, der das Casino gestohlen hat. Was tun Sie? Gut, das ist in der Hinsicht mein Auftrag Ihrer Seite. Und Vergehen gegen das Casino und dementsprechend würde ich auch in Ihrem Interesse handeln. Sie glauben, das Interesse des Casinos wäre, einen Gast zu erschießen? Hat das Casino bestohlen. Und wenn das so Ihr Auftrag ist, dann würde ich das weit auch durchziehen. Okay. Angenommen, ich würde das Casino bestehlen. Und dem Sie bekommen von den beiden die Ansage, mich zu erschießen. Was tun Sie? Der Chef und Besitzer des Casinos. Also Ihr Wort steht vor dem Management. Okay. Er sagt, dass Sie ihn erschießen sollen. Was tun Sie? Das ist ein bisschen schwer. Ich würde mir wahrscheinlich eher bei Ihnen nochmal einen Rat einholen, ob das von Ihrer Seite auch so gewünscht ist. Und, Okay, nehmen Sie bitte kurz vorne im Badezimmer Platz. Schon zu sehr fixiert auf dich. Naja, weil er denkt, ich bin der Besitzer vom Casino her. Junge. Weil er denkt, ich bin der Besitzer des Casinos. Wenn das an deinem Ego kratzt, hast du ein anderes Problem, Luis. Nee, bis gleich. Du merkst das schon selber gar nicht mehr, ne? Weil er sich beim Besitzer des Casinos bewirbt und er denkt, ich bin der Besitzer des Casinos. Woher soll er was anderes wissen? Ja, das ist ja richtig. Aber schon zu sehr fixiert. Hast du seine Mimik nicht gesehen? Weiß ehrlich gesagt nicht, worauf du hinaus willst. Ja, ganz kurz. Jose und die Jungs kommen erstmal wieder zurück. Warum? Gerade NPD-Fälle abgehandelt werden müssen und die erst in einer Stunde wieder da ist. Mein Gott, ey. Der hat ja gerade ein paar sehr gemeine Fangfragen gekriegt. Die waren gut, ja. Der würde mich töten, wenn du es ihm sagen würdest. Weil das finde ich eher unangenehm. Weil er denkt, ich bin der Chef des Casinos. Apropos Chef des Casinos, den habe ich auch ewig nicht gesehen. Das bedeutet, wenn er weiß, wer der Chef des Casinos ist, würde er auch mich töten. Unangenehm. Allgemein, dass er denkt, wir würden irgendjemanden töten. Ja. Unangenehm. Aber sonst macht er halt einen ziemlich guten Eindruck. Ja, in den 2 Minuten. Beruf eines Sicherheitstypen nicht beherrscht? Nee, die Eigenschaft, die er nennen wollte, es aber nicht hinbekommen hat, war indirekt. Er ist ein sehr indirekter Mensch. Aha. Ja. Ja, was machen wir mit dem? Wir haben noch genug. Wenn die auf Einsatz sind, haben wir keinen, der vorm Casino steht. Ja, wir sollten da nochmal drüber reden, aber ich weiß nicht, ob das gerade das richtige Forum ist. Ja, was soll man machen? Soll man den nach Hause schicken oder soll man den bei Hillboom ein Praktikum für eine Woche geben und die sollen den am Ende dann bewerten? Dann können wir den immer noch nach Hause schicken. Ich meine, so eine gute Bewerbung von ihm haben wir tatsächlich noch nicht bekommen. Ja, ich würde auch sagen, der soll zur Ambiente gehen und sie von dem Hillboom einweisen lassen und der soll den ein bisschen beobachten. Ich will nur nicht, dass er auf uns schießt. Ramirez, antreten! Ernsthaft, man muss auch als Sicherheitstyp funktionieren können. Also das ist schon wichtig. Lass uns in eine Wand stellen, mal 5 Minuten. So, Punkt Nummer 1. Die Leute, die hier stehen. Außer Ronny. Außer der Dackel.
Die sind hier, auf Amir. Die sind hier im Casino gleichberechtigt. Wenn ich sage, schieß auf den, schießen sie nicht auf den. Wenn der sagt, dass sie auf mich schießen sollen, dann schießen sie nicht auf mich. Ansonsten sieht es wie folgt aus. Wir sind mit ihren Antworten teils zufrieden. Grundsätzlich sollte es an ihnen gelegen sein, nicht einfach irgendwen am Casino zu erschießen, sondern zu überwältigen, festzusetzen oder was auch immer. Wir würden ihnen gerne ein Praktikum anbieten. Ja. Sie werden von jemandem angeleitet, dann können Sie hier auch mal ein bisschen Einblick in das Berufsleben kriegen, am Ende auch entscheiden, ob das überhaupt was für Sie ist oder nicht. Gerne. Ihr Praktikumsgehalt wird Herr Cemmer Ihnen ausstellen, der wird diesbezüglich nochmal auf Sie zukommen, bezüglich Kontonummer und so weiter. Ja. Praktikumsvertrag wird Herr Steinfeld Ihnen ausstellen. Bei Rückfragen oder Problemen gerne an Herrn Tortellino wenden, dass der da wieder reinkommt. Ja. Aber ansonsten wird Herr Hillblum Sie gleich anständig einweisen. Dann gehen wir schon mal runter und gehen dem mal einen Schritt entgegen. Na, ich brauche noch eine Unterschrift von Balboa. Herr Ramirez, was sagt Ihnen dieses Bild? Das Casino, ne? Der Diamant. Was strahlt das für Sie aus? Wenn Sie dem Bild jetzt einen Namen geben müssten, was für einen Namen würden Sie dem geben? Macht. Gute Antwort. Mhm. Oh Mann. Ja, sollten wir uns nicht auch noch umziehen? Wieso packt er dein Auto hier nicht ein? Ja, ja. Hast du keine Angst, dass er geklaut wird? Oh, ich hab mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Nee, aber ich kann das, gar kein Problem, ich kann das. Boah, das war knapp, ey. Wie läuft der unten unter diese Pfeiler drunter her? Alter. Aufziehen. Die denken halt, wir sind Bullen, ne? Weiß ich nicht. Mach mir eine Straße. Oh. Alter, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ist ja gut, ich hör auf. Ich hab keinen Bock zu sterben heute. Ich weiß noch nicht mal, ob wir die Landung überleben oder ob die Kufe im Arsch ist. Boah, das war verdammt nochmal knapp. Guck mal. Die denken halt safe, dass wir Cops sind. Die versuchen sich da runter zu... Ja, okay. Die denken safe, dass wir Bullen sind, ja. Ja, wir brauchen hier sofort Einheiten. Wir sind auf dem Highway noch. LSPD anhalten! Ich hab es nicht, hat einer von euch das verstanden? Nee, aber es klang nicht nach einmal. Irgendwas mit Eli, irgendeine Frau. Sagt, die sollen anhalten oder wir öffnen das Feuer. Nein, aber schießen die uns hier raus. Die schießen, sollen die mal wagen, einen Schuss abzusetzen? Anhalten oder wir öffnen das Feuer auf ihre Reifen! Lea ruft an. Hallo Lea. Hey, sag mal. Du klingst ein bisschen heißer, was am Rumbrüllen? Ja, ich habe gerade ein paar Leute angeschrien. Hm. Schrei weniger, hast du dein Stimmbild da nicht gut. Ja. Aber wenn dir doch was einfällt, sagst Bescheid. Alles klar, machen wir so. Tschö. Wisst ihr, wo die gerade hinfahren? Ne, wohin? Wir sind hier aber noch weit weg. Runter. Aussteige! Langsam mit erhobenen Händen aus dem Fahrzeug raus. Der Fahrer zuerst. Und die Hände hinter den Kopf. Beifahrer, Hände hinter den Kopf. Und Hände hinter den Kopf. Ist das witzig? So, Ladies, was wird das hier? Was wird was? Wir fahren da nur durch die Gegend. Ich weiß nicht, warum ihr uns jetzt hinterhergeflogen seid. Aha. Aus welchem Grund flieht er für uns? Warum nicht? Warum nicht? Ist er schon so ein unbekannter Heli? Aha. Es wirkt ein bisschen gruselig. Aha. Meint ihr, es ist schlau, weiterzufahren, wenn ein angedroht wird, das Feuer wird eröffnet und darauf zu antworten, dann schießen wir zurück, ja? Also eigentlich haben wir euch für wen anders gehalten und eigentlich handelt sich das hier um eine Verwechslung, aber ihr könnt euch jetzt alle drei in einer Reihe da vorne aufstellen und eure Scheißhände hinter euren Kopf nehmen und euch ergeben. Alle drei. Und die letzte Lady auch noch. So.
Ihr wolltet also zurückschießen, habe ich das richtig verstanden? Ich als Fahrer ja wohl schlecht. Mhm. Mit einer Gefechtspistole. Aha. Und die Lady? Mhm. Auch mit einer Gefechtspistole. Schön, habe ich schon zwei. Und die Lady? Lass nämlich raten. Keine Gefechtspistole, sie sind ja unbewaffnet. Ja. Aha. Wenn sie irgendwann in ihrem Leben nochmal dieser Hubschrauber verfolgt, gebe ich ihnen den Rat, sollten sie stehen bleiben. Alles klar. Mhm. Ihr habt einen Platten. Hätte ich eh nicht mehr fahren können. Alessio, was hast du da für eine Maske? Keine Ahnung.